Servus. Heute haben wir die neue Waffe vom Simon hier, eine Weihrauch HW97 STL. Die bekommt heute ein V-Macht-Kit verpasst. Aktuell seht ihr hier oben drauf, hat er schon das Benke Optics 6-24 Zielfernrohr zum Field-Target-Schießen verbaut. Und wir werden jetzt Schritt für Schritt ein bisschen mitdokumentieren, wie der Umbau erfolgt. Viel Spaß! So, zuallererst entfernen wir das Zielfernrohr, das 6-24 Benke 50er Zielfernrohr ist montiert mit einer Hawkey einteiligen Montage auf 11 mm. Vor mir liegt ausgepacktes V-Mach-Kit mit den Teilen, die da dabei sind. Ein paar Distanzscheiben, Öl, Fett, so schaut es aus, die Feder. Was das Grüne ist, das finden wir noch raus. Und hier auf dem Einschießbock die echt schicke HW97. Vor allem dieses Stainless schaut richtig geil aus. Also gut. Ohne Zielfernrohr nochmal. So sieht sie out of the box aus. Was ich noch erwähnen muss, glücklicherweise ist der Simon Sanitäter. Das heißt, wenn hier jemand beim Umbau schwer verletzt wird, der kann am offenen Herzen operieren. So, zu lösen sind hier die Schrauben. Zu beachten, verliert nicht die kleinen Scheibchen, die hier dabei sind. Hier unten habt ihr hier links und die beiden Schrauben. Die müssen auch noch gelöst werden. Die andere Schraube, die wir hier vorhin hatten, die war natürlich auf beiden Seiten zu lösen. Und dann könnt ihr nach oben einfach mit ein bisschen Druck logischerweise das Ganze vom Schaft lösen. Frisch poliert, als ob sie neu wäre. Als nächstes müsst ihr diese drei herauslösen. Dafür empfehlen sich Durchschläge in verschiedenen Größen, dass ihr da ein paar parat habt. Wir haben die jetzt mit 2, 3, 4 und 5 mm. So, vorsichtig mit dem 4 mm. Einfach mit dem Schraubenzieher ganz vorsichtig hier das vordere lösen. Nicht mit Gewalt, geht ganz einfach. Gelöst. Und dann gehen wir direkt. Hier müssen wir nochmal aufpassen. Dann müsst ihr das hier lösen mit einer 13er bzw. der hat bei uns nicht gepasst, halt, sondern 14er Schlüssel haben wir verwendet. Und schön auf die kleinen Einzelteile aufpassen. Genau, ganz wichtig. Als nächstes muss die Abzugseinheit ausgebaut werden. Auch hier wieder vorsichtig, einen leichten Schraubenzieher, also braucht ihr keinen Vorschlaghammer. Zack, fliegt der Spind unten raus. Optimal. Und dann noch den anderen schon vorhin gezeigten, auch unbedingt. Ja, warum Bosch haben wir im Keller? Zur Not kein Thema. So, nachdem die Spinde entfernt worden sind, kann die Abzugseinheit herausgenommen werden. So, hier
ich zeige mal mit dem Finger drauf, weil es ist nicht leicht zu erkennen, seht ihr eine kleine Linie. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist ein Gewinde, das abgeschraubt werden muss. Hier sieht man die Linie. Der Simon macht das jetzt mal mittels dem Schlüssel. Ich werde das Ganze festhalten. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze läuft. Wir haben das hier ein bisschen gefaked, schon leicht angedreht. Und dann, ich finde das mal ein bisschen. Ja, im Prinzip schlägt sie hier dagegen. Schlägt man hier dagegen und dann kann man es abdrehen. Zur Not, wenn ihr alleine seid, nehmt einen Schraubstock, spannt das Ganze ein, aber bitte mit einem Lappen oder irgendwas dazwischen, dass euch das ganze System verkratzt. Und dann kann man das hier runterdrehen. Wichtig ist hier, nicht ganz bis zur letzten. Genau. Also immer jetzt gucken, dass die Feder nicht ausspringt. Okay, ihr habt es gehört. Bei der 7,5 Joule ist es meistens nicht der Fall, aber bei den anderen ist die Feder schon ein bisschen vorgespannt. Springt sonst raus. Gut. Okay, ab ist das Ding. Jetzt haben wir sozusagen bergfest. Die Hälfte ist erledigt. Der Simon zieht jetzt mal das ganze System hier raus. Das Ganze ist gut, ne? Ja, besser gesagt die Feder. So. Mal schauen, was sich noch alles verbirgt. Jetzt kannst du vielleicht ganz kurz noch mal erklären, weil ich erkenne hier gerade was wieder, wo ich vorhin gemeint habe, das grüne Teil. Das grüne Teil hier. Genau, die Kolbendichtung. Das ist die Kolbendichtung. Wieder was gelernt. So, hier haben wir vorne auf mich zugerichtet die alte Feder und hinten dran das V-Mach-Kit. Vielleicht sagst du ein, zwei Sätze dazu. Was haben wir eigentlich für einen Vorteil, wenn wir jetzt das V-Mach drin haben? Ja, ich verspreche mir, dass sie leiser wird und dass der Brillschlag nicht so heftig ausfällt. Dann schauen wir einfach mal. Ja. Wie das Gewehr später schießt. Ja, kurz zur Funktionsweise, wie so ein Gewehrbau funktioniert. Dieser Kolben hier kommt in den da. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir keine Ahnung haben, wie es heißt, aber es ist ja völlig egal. Der hat vorne dran zwar ein kleines Loch, und wenn der innere Kolben nach vorne geschoben wird, komprimiert er die Luft und stößt sie aus. Und schießt damit den Diabolo durch den Lauf. Dieser größere Kolben hat den Sinn, dass er beim Verschließen, beim Spannen, abdichtet. Ja. Das muss jetzt alles entfettet werden. Wichtig ist dabei, es darf nicht so viel Fett in der Hülse hier drin sein und sowas hier auch nicht. Also hier auf der Dichtung darf überhaupt kein Fett sein. Hier minimal. Also schon gut drauf, aber ist nicht so viel, dass es ist. Sobald es hier vorne ist, verdichtet sich das und dann kommt dieser sogenannte Diesel-Effekt. Mittels Bremsenreiniger komplett entfettet. Hier das Äußere wird dann minimalst. Das auch minimal gefettet. Und wichtig ist, dass hier oben drauf auf gar keinen Fall dann was drauf kommt, wie das Simon vorhin schon erklärt hat. Ja, und hier innen drin halt dann, ne? Also genau. Auf die Kolben. Das zeigen wir aber dann, jawohl. Hier die Kolbendichtung, die neue, drauf gebaut. Und jetzt fangen wir da an, das System zusammenzusetzen. Wir haben zwei Abstandsscheiben ganz unten in den Kolben rein. Die Feder ist drin.
Und jetzt geht es an den weiteren Zusammenbau. So, wie ihr seht, der Schraubvorgang geht dem Ende entgegen. Schaut schon fast gut aus. Fast. Das soll natürlich dann exakt übereinander stehen. Da verwenden wir unseren Schraubenschlüssel von vorhin. Wieder fest montiert. So, Spannhebel wurde hier eingehakt. Wichtig war, dass ihr die Öffnung nach oben gedreht habt. Jetzt geht es wieder an die Splinte. Den dicken ganz vorne. Das Teil hinten dran, wo die Hand momentan verdeckt wird, drauf geschraubt. Jetzt sehen wir es ganz gut. Das sichern wir nochmal fest. So, noch mal. Gut, passt. Jetzt wird der Abzug montiert. Vorher die Sicherung. Vorher die Sicherung. Der zweite Stift. Alternativ mit Gummihammer. Aber kein da. Jetzt haben wir die beiden Stifte wieder reingeklopft. Somit ist die Abzugseinheit wieder drin. Wir haben das System wieder zusammengesetzt. Eine Abstandsscheibe haben wir reingemacht. Fünf Stück sind dabei. Kann man wohl dann noch weiter einstellen. Wie gesagt, sobald wir zwei drin hatten, hat es schon nicht mehr funktioniert. Das wird wohl auf die Feder einfach ankommen. Jetzt gucken wir das System noch ein bisschen. Mit Fingerspitzengefühl. Ist auch sehr gut für die Haut. Gerade unter der Augenpartie kann man es dann gut einreiben. Hauptsächlich da unten, wo man denn so hinkommt. Ne? Jetzt kommen wir zum spannenden Moment. Wobei, so spannend ist es gar nicht. Wir setzen das Gewehr wieder zusammen. Sagen wir mal einen schönen Moment. Klopp. Saugt sich fest. Endlich wieder zusammengesetzt. Schaut so gleich besser aus. Und dann kommen wir gleich zum ersten Schusstest.